Na, schon wieder so ein verdammter Kunde. Komm rein, es ist offen. Nee, du Hi. bist's. Hi, Gaston. Wie geht's? Ja, was geht dich das an? Was willst du? Ich bräuchte was von dir. Ja und? Ja, wie sieht's aus? Hast Ja, du da was? brauchst du nicht zu stottern Ja, anfangen. tut mir leid, Gaston. Kommst du schon wieder nicht klar? Tut mir leid. Hast du Heroin da? Na, für dich wäre vielleicht eine Therapie besser. Ich brauche aber Du Heroin. Spast. Bitte, Na, Gaston, hast du bitte. dieses Mal wenigstens Geld Ja, dabei? ja. Na, wie viel denn? 10 Euro. geht's dir nicht gut? Gib mir halt dann einfach was für 10 Euro, bitte. Für 10 Euro. Ja. Bitte, Gaston. Okay. Danke dir. Muss ich gucken. Darf ich mir den Schuss hier gleich setzen dann? Auf keinen Fall. Warum? Habe ich doch letztes Mal Ich auch habe keinen Bock, gemacht. dass du hier abkratzt, Ach du komm schon, Opfer. Gaston, bitte. Du übertreibst es Ich wieder. weiß ja nicht, wo ich hin soll. Die Ja, 10 Euro und eine Stunde kommst dann wieder, die oder? habe ich mir mühevoll erbettelt, die 10 Euro. Ja, dann streng dich mehr an, dann hast du auch mehr Geld. Ja, gibst du mir jetzt was für 10 Euro, Nee. oder? Bitte, Gaston, wir sind doch alte Nee, du kotzt mich Schulfreunde. an. Wir kennen uns doch von der Schule noch. Ja, leider. Komm, Gaston. Ja, und dann? Was dann? 10 Euro. Okay. Danke dir. Das vergesse ich dir nicht, echt. Hier hast du 0,08. Sollten das sein hier. Okay, danke Das macht dir. dich jetzt glücklich, oder? Ja, das ist ein Schuss, weißt du das denn? Das passt doch. Ja. Danke Ich bin dir. Großhändler. Ja, ich weiß, aber wir sind doch Freunde. Ja, nicht wirklich. Na gut, da. Muss ich ehrlich sagen. Ja, Wir das sind keine denn. Freunde, du bist ein Kunde. Das Und zwar denn. der schlechteste, den ich jemals hatte. Darf ich mir jetzt hier reinballern? Nein. Warum? Nein. Als Freund kannst du mir mal aushelfen, bitte. 10 Meter, da ist die Tür. Da, wo der Maurer das Loch gelassen hat. Ach, bitte, das denn. Ja, Gott, du Trottel. Naja, dann mach doch. Oh, danke, danke dir. Aber nächstes Mal geht für 10 Euro gar nichts, okay? Ja, brauche ich einen Löffel? Bring mir mal einen Löffel bitte von der Küche. Feuerzeug habe ich sogar, Gastin. Schau, Okay. ich hab ein Feuerzeug, das geht noch, Und der schau. Löffel danach kann ich wegwerfen, oder? Den kannst du ja abwaschen. Abwaschen. Oder du Den gibst ihn mir. verrußten Scheiß Löffel. Oder du gibst ihn mir mit und ich versuche ihn zu verkaufen. Mein Besteckset ist Silber. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, mach. Bevor du hier noch weiter rumheulst. Ja, musst du mir einen Löffel Das war aber bringen? das letzte Mal. Okay. Bring mir einen Löffel. Ja. Danke, Dustin. Danke. Na, doch, das wird dich glücklich machen. Spritze habe ich dabei, schau. Die habe ich gefunden am Stadtpark. Okay. Habe sie ein bisschen abgewaschen an der Tankstellentoilette. Ja, Hygiene ist dir ja nicht so wichtig. Nein, Sieht man auch an deinem Gesicht, wie du aussiehst. und Es ist fertig. nicht unbedingt angenehm, dich anzusehen. Dann setze ich mir jetzt den Schuss. Ich werde Mir dann. egal. Ich kann aber schon Mir hier geht's um die bleiben, Kohle. Ja, oder? die 10 Euro gibst du mir aber Ja, jetzt. da Du liegen sie Vollidiot. doch. Da Ja. liegen sie doch. Das Okay, denn? okay. Gut. Ich spritze mir jetzt die Ladung. Oh, ja. Gut. Nicht hinlegen! Glaubst du, du kannst Was? hier pennen oder was? Ja, klar. Hast du mir doch erlaubt vorher. Komm schon. Ja, aber da kann ich doch schlafen hier. Oder? Nee. Hier heute mal. Nee. Ich Du weiß bist ja aber, jetzt schon drauf. Wie kommst du ich auf weiß ja solche nicht, wo ich Ideen? hin soll, Ja, Mann. du bist obdachlos, aber das ist deine Schuld. Jetzt komm schon, Du bist ein Mann. Loser. Jetzt komm schon, Dustin. Du bist doch mein Kumpel, Mann. Ja, das denkst du. Hat mit der Realität nichts zu tun. Was wir schon alles zusammen erlebt haben, Mann. Ja, was denn? Ja, weiß ich nicht mehr, aber. Du kommst ständig mit 10 Euro und bettelst mich an. Mach dich nicht gerade sympathisch. Du sagst doch immer, du bist nicht süchtig.
Ich könnte mich auch in dein Schlafzimmer legen, Mann. Ja, das glaube ich nicht. Ach, komm Du schon, kannst es das sind. versuchen, Das sind, aber das Mann. wird für dich ein böses Erwachen geben. Ah, ja, gut. Außerdem liegt da meine Freundin gerade drin. Ach, das denn jetzt, komm schon, Mann. Nein! Hab doch ein Herz, Mann. Ja, nicht für dich. Ich habe ein Herz für Tiere, Jetzt komm aber nicht schon, für das dich. denn, mein Gott. Nein, Mann, zu dir komme ich echt nicht mehr. Du bist voll uncool, Mann. Ja, finde ich gut. Bist nicht cool, Danke. Mann. Okay, du Trottel. Müsst mal meine Knarre sehen. Was willst du jetzt? Hör auf, Mann. Du leg das Ding weg, Mann. Ey, Mann, ich gehe ja schon, Ja, du bist es okay? eh nicht wert. Jetzt verpiss dich, du Spast. Du bist ja krank, Mann, das denn. Ja, das sagt der Richtige, du Opfer. Geh unter deine Scheißbrücke Leck mich und das komm nie denn. wieder. Leck mich das denn, du Die Arschloch. Knarre schießt scharf. Was denn? Hey, mein Freund. Wie geht's? Gut, und dir? Sehr gut, ich komme gerade aus Monaco-Urlaub. Oh, Ja, siehst du meine Big Business, Freunde? ha? Big, big. Was hast du gemacht? Weiber wieder Geschäfte? nur, Naja, oder? Geschäfte. Und richtig schön dicht gewesen? Wirklich richtig, ja. Und Okay. so von damals her, letztens, puh, Okay. sehr überzeugt. Ja, Und da hätte bräuchte ich, ich jetzt nochmal ein ja. halbes Kilo Okay, halbes Crystal Kilo. Meth. Crystal Und habe ich nicht da, leider. Nee. Crocodile. Nee, sowas mache ich nicht, Mann. Ist zu, wenn die Kunden dir wegsterben nach einem halben Jahr, das ist nicht, ist fürs Geschäft nicht gut. Deswegen Habe habe ich ich mir aufgehört. Nee, das deswegen. ist hier im Dorf, hier sind fünf Leute. Fünf Leute Naja. liegen am Friedhof. Naja. Das ist nicht Ja, deswegen bin ich zukunftsträchtig. eigentlich hier in Crystal und Crocodile. Nee. Ja, ich habe der Koks halt Heroin. Immer. Was noch? Raus? Ja, in der Gefriertruhe ein bisschen Speed halt. Ja, Halbes. dann nehme ich das. Komplett, das halbes Kilo. Okay. Was willst du denn zahlen? Und Heroin bräuchte ich noch. Wie viel? 14. 14 Kilo? Ja. Nee, das geht nicht, Mann. Das kann ich nicht ranbringen. Fünf. 5 wäre machbar. Na, machen wir so. Aber erst übermorgen. Wenn es geht. Wie sieht es mit dem Muss Preis man. aus? Kriege ich irgendwie eine Vergünstigung, weil Nee. ich gleich so viel nehme? Nee. Wie kommst du drauf? Sind wir hier auf dem Dachte, weil wir Bazar? Freunde sind. Du zahlst das, was ich dir sage. Dachte, weil wir Freunde Wir sind. sind Das gute Freunde, denn? aber es geht Ich hier ums dachte, weil wir Geschäft. Freunde sind. Ja, wir sind Freunde. Aber bei Geld hört die Freundschaft auf. Ja, So schlau solltest du sein, dann bringe ich du dir die Trottel. 350.000, hätte ich übermorgen. Wie sieht es mit der Ware aus bei dir? Die Ware ist gut, sehr gut. Neue Lieferung. Balkan Connection. Also würde es am Wirst du, da Freitag, wirst du zufrieden sein, würde es am definitiv. Freitag gehen, ne? Freitag definitiv, ja. Wieder Autobahntankstelle oder Treffen. Ja, ich würde halt den Scheck geben. Was denn, Scheck? Ja. Bist du jetzt komplett verrückt geworden? Na, ich habe eigentlich kein Bargeld mehr. Hast ein Bargeldproblem oder was? Ja, da Ja, könnte ich dir helfen, ich habe mich aber gewöhnt. ich könnte dir was leihen, aber hier anzufangen jetzt hier mit Ramschen, hier, mich im Preis drücken, da werde ich ungemütlich. Nee, Selbst aber. bei dir, selbst bei dir. Ich mag dich doch, Aber der aber Scheck ist ja gedeckt. ja, ich nehme Den aber kann ich dir keine ja Schecks. zeigen. Denkst du, soll ich sie auf meinem Ja, soll ich. Girokonto bei der Sparkasse einzahlen? Bist du jetzt völlig bescheuert? Ja, soll ich jetzt wieder auf den Weg zur Bank Ja, machen und das den ist mir Scheck umlösen in völlig Bargeld? Das ist egal, doch wie du völlig das machst. schwachsinnig. Bitcoins in Chile, verstehst du? Über die chilenische Bank, wie letztes Mal. Nur so Ja, muss ich geht's, aber wieder auf verstehst die du? Bank fahren jetzt. Ja, wie gesagt, mein Problem ist es ja nicht. Ja, aber meins. Es geht ums Geschäft. Ja, Wir können aber. gern mal wieder Fußball spielen oder Nein, die Tennis Sache ist ja und dann das. Du hast es ja übermorgen, die ist Ware, oder? ja. Ja? Und Bring ich dir dann da das Geld mit? Oder willst du, weil du brauchst ja, das Geld jetzt nicht den gleich. kannst Und wechsel ich dann um mit hier Bargeld. ja, den Scheck kannst anzünden. Nein, den Ich muss ich nehme in keine Bar. Schecks. Die Sparkasse, Nee, den die muss ich werden in sich wundern, Bargeld. wenn ich da hier das einzahlen würde auf mein Girokonto. Verstehst du?
Wir müssen die Banken außen vor lassen. Das sind doch die Ja, Basics. ist klar. Wie lange bist du schon im Geschäft? 15 Jahre. Ja, der hellste bist jetzt nicht gerade. Aber ich hätte noch was anderes. Weiß nicht, das ist mindestens so Na, wieder viel. deine Nutten. Nein! Ich bin kein Zuhälter. Ich hab's Keine dir letztens Nutten! gesagt. Keine Nutten! Okay. Gold! Gold. Eine Oh. Goldbarren! Oh. Ja, da könnte man drüber reden, ja. Definitiv. Wie viel? Müsste so um die 350.000. Ja, aber Du hast da wird es ein 400.000. bisschen teurer halt, weil was soll ich mit dem Gold? Soll ich es essen oder Einschmelzen. einschmelzen? Ach so, und Ja. kleinteilig dann. Ach so, verstehe. Ja gut, das könnte man machen. Das wäre okay. Dann machen wir das so. Okay, aber dafür hast du einen ziemlich guten Rucksack, weil das ist so schwer, Ja, verstehst du? klar. 3,5 Kilo. 3,5 Kilo. Okay. Ja gut, da könnten wir uns einig werden, ja. Brauchst sonst noch Na, ich was? finde es eigentlich schon eine bodenlose Frechheit von dir, das denn? Was? Ja, nix was, dass du mir keine Vergütung vom Preis runtergehst. Ja, du kapierst es einfach nicht. Ich meine, 15 Jahre Freundschaft, haben bei ja? dir nicht viel Ja, gebracht. fast 15 Jahre Freundschaft. Wirfst du Ja. jetzt wegen so einen Deal hin? Es ist halt, ich meine, in meiner Garage steht ein Lambo. Verstehst du? Und du fährst hier mit dem Opel Fiat, Corsa rum. Fiat, Warum ist es wohl so? Fiat. Fiat. Noch weiter abgestiegen. Ja. Okay. Na gut, aber ich weiß ja, auf dich kann ich mich verlassen. Weißt du ja. Und ja, das mach mal. Machen wir, oder? Ja. Wunderbar, würde ich sagen. Ja, Okay. gut, Dustin. Dann sehen wir uns Freitag, würde ich sagen, oder? Freitag, Ja, ja. passt. Und Samstag, was machst du da? Ja, ich werde wieder nach Paris fliegen. Okay. Ja. Und dann? Ja, Tage ein bisschen am Meer verbringen. Ja, Das chillen, ne? Übliche halt. Und dann Stoff halt genießen oder auch. wieder ja, mit den Nutten vergnügen halt. Ach Kennst du so, ja, kennst du ja. ja. Ja, deswegen bist du ja im Ja, bin Drogengeschäft. eigentlich Anders schon. kann man es nicht Nutten, weißt finanzieren. du selber, wie es ist Naja. mit den Nutten. Ich weiß, ja. Ja, gut, Dustin. Dann sehen wir uns Können wir es so übermorgen. machen? Ja, Alles gerne. klar, Okay. dann sehen wir uns. Mach's gut. Rein. Ah, Sie sind's, Herr Bürgermeister Hallo, Brixen. hallo, Dustin. Ja, grüß dich. Schöne Überraschung. Ja, freut mich ebenso. Schön, dass Sie wieder mal wieder vorbeikommen bei Lange nicht mir. gesehen, lange nicht gesehen. Ja, was ist der Grund Ihres Erscheinens? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich brauche ein wenig Hilfe. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Gerne, von mir immer. Sehr gut. Sind Sie noch im Geschäft? Ich bin dick im Geschäft, ja. Größer wie jemals zuvor. Sehr gut, das trifft sich gut. Ich nehme mich auch. Politik läuft astrein. Oh, das ist aber angenehm. Aber ziemlich belastend, auch seine Zeit mit den ganzen Spasten zu verbringen. Dieses ganze Du sagst es eben. Deswegen brauche ich Stoff, wenn ich ganz ehrlich bin. verstehe ich absolut. In Ihrem Fall ganz klar nachzuvollziehen. Ich helfe Ihnen gerne, sagen wir es mal so. Was hast du da? Alles, quasi. Alles, was Spaß macht, sagen wir mal so. MDMA? Ja? Speed? Ja? Kokain? Ja? Sehr gut. Aber aktuell keine großen Mengen. Du weißt, in der Wohnung müsste ich erst zum Bunker fahren. Nee, ich brauche noch ein bisschen was für die Teenies. Ah, okay. Achso, haben Sie eine neue Freundin, Ein, zwei. die drauf steht? Ja, kann ich aber gut nachvollziehen, weil der Stoff, da wären sie Ja. freizügig, die Girls. Also meine Erfahrung. Kann ich Das bestätigen. Und konnten drum. Sie bestätigen. Ja, gegen ein bisschen Spaß ist ja auch nichts einzuwenden. Das ist nicht illegal. Drum kommen wir zum Geschäft. Gerne, gerne. 500 Euro? 500 Euro, ganzes Paket, alles querbeet. Soll ich ein Paket fertig machen?
mit The Crystal, Speed Cooks. MDMA? Da werden die Girls richtig feucht. Kein Problem, ich muss ich nur in die Küche kurz gehen. Vielleicht noch was zum Runterkommen, Gras. Schlaftabletten. Leg ich noch oben drauf, mach mal so, schenke ich ihnen. Du bist der Beste. Danke, für Sie immer, für Sie immer. So, so eine Respektsperson, da muss man schon mal über seine Grundsätze wegsehen. So, aber jetzt darf ich noch ein ganz wichtiges Anliegen. Oh. Die Scheidung mit meiner Frau. Ja, Gott sei Dank, das war ja eh, sagen wir mal, eine Frau, die das Problem leicht ist, anstrengend HIV, war. Das Problem ist, ich habe HIV, das... Ui, ui. Ja, das ist aber... schlecht. Also, und sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Ja gut, aber geteiltes Leid ist halbes Leid. Das sagst du so leicht, weil du nicht betroffen bist. Drum frage ich dich ganz ehrlich, ich brauche Heroin. Heroin? Ich brauche Heroin, ich komme nicht mehr klar. Okay. Aber soll ich da bestimmte gebrauchte Spritzen besorgen, dass sie noch mehr anstecken können? Weil das machen es. Ist ja in Bitte werde ich unverschämt. Oh. Bitte werde ich unverschämt. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Ich habe allerhöchsten Respekt vor Ihnen. Die Leistungen im Gemeinderat, in der Gemeindeverwaltung. Ich hoffe, wie Sie das können. Ich habe gehört, Sie wollen ein Bordell aufmachen und das können Sie vergessen, wenn Sie mir jetzt nicht hier sofort in den nächsten 12 Stunden 1 Kilogramm Heroin besorgen. Ja gut, aber das ist ja nicht die normalen Gepflogenheiten in der Gemeindeverwaltung, dass man erst einmal... Sie darauf scheiße ich. Die verantwortliche Person... Oh. Ich scheiße drauf. Ach so. Ich bin der scheiß Bürgermeister. Und Sie meinen, ich werde Probleme bekommen, wenn ich nicht mitspiele? Soll ich das Bordell verstehen? Bordell können Sie vergessen. Okay, das Bordell kann ich vergessen, aber was ich nicht vergessen kann, ist die Pistole, die unter meiner Couch deponiert ist. Und mit solchen Werkzeugen, die sind durchsetzungsstark. Auch ein Bürgermeister. Bin ich gespannt, zeigen Sie mir das Ding doch. Ja, ich sag mal, wenn der Bürgermeister dann nicht mehr lebt, hat er auch keine Macht mehr. Ich habe 3 Leuten erzählt, wo ich bin. Ach so. Ja gut, dann versuchen wir erstmal ganz normal klarzukommen. Das Crystal, das Speed, das Kokain. Geht klar? Ich kann es holen, ich kann es gleich holen. Ja, bitte. Und ja gut, dann hole ich einen Spiegel. Dann würde ich sagen, ich will die Ware testen, bitte. Nein, das ist klar. Die ersten 4 Lines gehen aufs Haus. Sehr gut. Absolut, absolut. Okay. Ja, danke. Und jetzt verpiss dich wieder ins Schlafzimmer, Schlampe. Ja. Ja, will ich hoffen. Du Fotze. Und zieh dich aus. Ich komme dann gleich. Das ist eine geile Maus. Wie alt ist diese sie? Diese Huren. Das ist eine geile Maus. Wie alt ist sie? Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Wie alt ist die Kleine? Keine Ahnung. Irgendwo so zwischen 15 und 25. Keine Ahnung. Ich kenn die Nutte seit vorgestern. Wenn sie 18 ist, nehme ich sie. Ich habe meine Prinzipien. Wobei, ich habe gehört, 16 legal. Nehme ich auch. Ja, legal oder illegal. Alles scheißegal. Ich meine, das ist dann das kleinste. Hast du schon mal auf den Tisch hier gesehen? Das Zeug macht mich ganz schön geil. Schon wieder? Oh Mann. Ich dachte, du stehst auf Frauen. In Afrika sind so einige Dinge passiert. Welche denn? Ich habe einen Schwarzen gefickt. Einen Schwarzen gefickt? Oh, ich werde so richtig geil von dem Zeug. Schon wieder. Du verträgst es nicht so gut, gell? Ich vertrage es genau richtig. Oh, wow, wow. Wie kann das enden? Ja, ich würde Sie bitten, damit aufzuhören, sich auszuziehen. Es ist so unangenehm. Magst du sowas nicht? Nee. Wie schaut's aus mit 50 Euro? 50 Euro nehme ich gerne, ja. Was muss ich dafür tun? Einfach nur die Hose ausziehen. Die Hose ausziehen? Ja, mir ist eh etwas warm.
Sollen wir das einfach mal machen? Wir sind ja unter uns, wir sind ja Freunde. Ja, gute Freunde, würde ich Die sagen. Hose, ja gut, ja, warum eigentlich nicht? Das könnte man machen. Aber die Unterhose lasse ich an. Wie wäre es mit 200 Euro? Mit was? Gelben Schein. Mit einem gelben Schein? Das verstehe ich jetzt aber nicht. 200 Euro und sie lassen mich mal dran lecken. Dann lecken. Ja, lecken mag ich eigentlich ziemlich gerne. Es kommt nur drauf an, wo. Ich meine, ich habe seit 4 Tagen nicht mehr geduscht, da wird schon einiges gegen zum Sauberlecken. Bei mir jetzt. Also überall, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das trifft sich genau gut, das ist mein Fetisch. So was mögen Sie? Hätte ich jetzt von Ihnen nicht gedacht. Also so hätte ich Sie jetzt nicht eingeschätzt. Machen Sie doch mal die Pobacken breit. Aber ich nehme kein Geld. Ich nehme kein Geld. Aber die Pobacken, das sind jetzt ein bisschen zu viel. Vielleicht erstmal die Füße. Die sind besonders schmutzig. Fetisch ist bin Ich ich bin, nicht. nee, ich bin Maler. Und ich habe immer ziemlich dreckige Füße. Wäre das was zum Anfang? Nicht zum Lecken, aber Sie können auf mein Gesicht steigen. Mit dem Fuß. Ja, Sehr, das wird sehr wohl. aber. Da könnten Sie sich aber verletzen, sind Sie sicher? Also ich bin mir da ein bisschen unschlüssig noch. Aber warum nicht mal links Ein nur wenig, ein wenig, ein einmal? wenig sanfter halt. Sanfter. Zu einer Massage sozusagen. Genau. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde Sie schon sehr attraktiv. Obwohl ich natürlich nicht homosexuell bin. Das will ich doch mal gesagt haben. Ich auch nicht. Ach so, ja, dann wäre es ja in Ordnung. Dann ist es in Da könnt Ordnung. ihr ja unter Freunden Könntest direkt mal losgehen? ja. Sollen Sie ja, okay. Ja. Dann strecke ich Ihnen mal meinen Arsch entgegen. Gefällt Ihnen das? Was machen Sie da? Herr Bürgermeister! Nein! Nicht, nein! Aber da ist Wollen Sie es das doch vom Bürgermeister? dreckig! Das wollen Sie doch. Aber mein Po ist doch dreckig! Ich habe nicht Gleich geduscht! nicht mehr. Machen Sie weiter! Machen Sie weiter! Und jetzt den Kolben. Mit der Hand, könnten Sie ihn mit der Hand. Jetzt den Kolben. So hart war ich noch nie. Oh, ich glaube, ich komme Die schon. Eier. Oh, grau mir die Eier, bitte. Oh. Spritz mir ins Oh, Herr Gesicht. Bürgermeister! Herr Spritz den Bürgermeister! Bürgermeister an. Oh, Sie machen mich so geil! Ich kotze, ich kotze. Aber so will ich's, so will ich's. Danke, Dustin. Wollen Sie, wollen, ich, du, die Sauerei hier. Die mache ich Da weg. müsstest du eigentlich noch mal. Die mache ich weg. Oh, mach alles sauber. Mach alles sauber. Oh, das war schön. Das dachte ich ja niemals, dass Sie so gut blasen können. Sie sind ja ein Profi. War das erste Mal. Tatsächlich. Ja. Wow. Ja. Ja, man muss, ich sag immer, man muss offen für Neues sein. Ja, sage ich auch. Wir könnten ja, was halten Sie davon, wenn wir ins Schlafzimmer gehen? Es war eine Ach einmalige so, nee, da Nummer. ist ja die Nutte.
Das war eine einmalige Nummer. Warum? Nein, ich bin Bürgermeister und mache dir keine Hoffnungen. Ja, aber Ihnen hat es doch auch gefallen. Du bist für mich nicht mehr als ein Freier. Ja, Herr Bürgermeister, ich dachte ja nicht, dass Sie auf dem Niveau unterwegs sind. Aber ich weiß, was das Problem ist. Sie stehen auf Jüngere. Ich habe Sie letztens gesehen mit einem 12-jährigen Jungen. Das war doch nicht Ihr... Wer war das? Nein, 16. Okay. Das war der Fred. Der Fred. Fred aus Ihr Thailand. Boyfriend. Fred Lee aus Thailand. Aus Thailand? Habe ich kennengelernt im Urlaub. Aber nicht so ein Urlaub, wie Sie meinen. Kein Sextourismus. Ich habe ihn einfach so kennengelernt. War Liebe auf den ersten Blick. Ja, Sextourismus in Thailand sind ja auch hauptsächlich Frauen. Oder gibt's da auch nice Boys? Was für lecker Schmecker. Aber müsste ich dann vielleicht auch mal hinfahren. Apropos lecker Schmecker. So. Nächstes Mal lade ich dich vielleicht ein. Aber jetzt muss ich los. Nee, warum warten? Bleiben Sie doch noch. Geht nicht. Wo müssen Sie hin? Zu meinem Shemale-Boy. Shemale-Boy. Fred Lee. Was ist das? Ich spreche kein Englisch. Das ist ein thailändisches Mädchen mit einem Schwanz. Länger, wow. Als du dir vorstellen kannst. Wie groß ist der Arsch? In Zentimeter? Klein. Klein, aber ein Riesenkolben. Wow. Ja, sowas könnte mir auch gefallen. Hab dich nicht für möglich gehalten bisher. Aber ich denke... Beim nächsten Mal nimmst du auch eine Leine? Dann macht's doppelt so viel Spaß, stimmt es? Ich nehme ja nun mal nichts, ich verkauf's ja nur. Musst du probieren? Okay. Darauf könnte ich mich einlassen. Na gut, also. Aber. Dustin? Ja. Mach's gut. Herr Bürgermeister, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ebenso. Wir können über alles reden. Diskret. Diskret, aber wir können trotzdem, wenn wir zu zweit sind, auch mal wieder intim werden. Ich lecke ihn gerne wieder als Arschloch. Aber diskret, bitte. Bitte. Ich zahle, du musst ab und ab jetzt nichts mehr zahlen. Kein Wort zu meiner Negerfrau, Entschuldigung, schwarzen Frau. Okay. Sie darf nichts erfahren. Nicht vergessen. Okay. Sie hat AIDS, ist ja doppelt schlimm. Sie also, wissen, in welchem Business ich bin. Verschwiegenheit ist die alleroberste Regel. Das versteht sich von selbst. Versteht sich von selbst, danke. Herr Bürgermeister. Bürgermeister. Kriege ich einen Kuss? Schön. Fein. Ich mag Sie gerne. Jetzt aber willst du mir zu. Nee. Ich kann fast gar ich nicht. Ich gebe Ihnen, ich packe Ihnen noch, ich nee, ich packe Ihnen noch die Drogen, aber die Drogen wollen Sie noch mitnehmen. Ich hab's schon, ich muss nur noch die Fingerabdrücke abwischen. Der Moment. Ach, ich kann mir vertrauen. Ich will Sie doch niemals ausnutzen. Ja, aber es könnte ja sein. Die Polizei ist überall. Hoffmensch. Okay. Bis bald, kommen Sie bald wieder. Herr Bürgermeister. Tschüss. Sehr verehrte Zuhörer. Wegen des zu hohen Rauschpegels und da einige Darsteller sich leider schon im Delirium befanden, mussten wir dieses Hörspiel abbrechen. Wir bitten Sie daher um Entschuldigung. Aber als kleine Wiedergutmachung werden wir Ihnen, sehr verehrte Zuhörer, noch ein schönes Musikstück einspielen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und noch viel Spaß. Waschbären, wo immer sie sind. 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 Waschbären,
wo immer sie sind. Waschbären, wo immer sie sind. Waschbären, wo immer sie sind. Waschbären, wo immer sie sind. Waschbären, wo immer sie sind. Waschbären, wo immer sie sind. Waschbären, wo immer sie sind. Waschbären, wo immer sie sind. Waschbären, wo immer sie sind. Waschbären, wo immer sie sind.